Wir fangen an in 5, 4, 3. Freund, nicht Freund. Ja. Nicht Freund, weg. Und das heißt, das ist dieses Gendip Nunzen. Lass es doch einfach gut sein. Nein, aber ich hab kurz überlegt, das kommt. Weißt du was, du bist ein echt guter Freund. Das ist nicht exklusiv, Baby. Inni! Na, wie geht's dir? Soweit so gut. Soweit so gut. Das ist schön. Mir geht's auch gut. Ja? Mir geht's auch gut. Sehr schön, freut mich. War ein bisschen anstrengend, der anstrengende Tage letztens. Ja? Was? Ja. Bist du so ein bisschen in Redestimmung oder? Heute, ja. Ja? Ja, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde die ganze Zeit heiser heute den ganzen Tag. Ja? Ich hoffe, das ist kein Ansturm von Schwäche. Nein. Ist es nicht. Nein, okay. Dann ist gut. Danke. Dr. Eni. Wenn ich hier ab und zu ein bisschen räusper, dann tut es mir wirklich leid. In der Musik ist so, die meisten Gesangslehrer sagen, du musst es so wegsummen eigentlich. Du darfst nicht räuspern, sondern du musst immer summen. Du musst so, dann geht es auch weg. Ja. Ach echt? Das dauert ein bisschen länger. Sollen wir vielleicht mal ausprobieren, ja. Ja, soll besser sein für die Stimmbänder. Aha. Ja, womit starten wir? Womit starten wir? Erzähl mir was. Was ist dir passiert in der letzten Zeit? Irgendwas Spezielles? Ja. Hast du irgendwas, worauf du Lust hast zu reden? Ja, ich hab so ein Thema. Ey. Ja, okay. Eine Story fällt mir so ein, beziehungsweise keine Story, sondern es ist eine Gegebenheit. Ja? Okay. Ich hatte ja vor kurzem Geburtstag und mir hat da ein alter Freund zum Geburtstag gratuliert. Okay. Ja, und wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht, im Podcast, aber ich habe mit dir auf jeden Fall darüber gesprochen. Es gibt ja Freunde, die hast du dein Leben lang. Mhm. Und du hast Freunde, von denen hast du dich getrennt. Ja, Freunde kommen und gehen. Genau. Das war auch unser Spruch. Genau. Ne? Und mir hat jetzt ein, ich nenne ihn jetzt Freund, der hat mir gratuliert zum Geburtstag. Mhm. Ich habe mich dafür bedankt und ich glaube, er wollte dieses Gespräch so ein bisschen weiterführen und ich habe da so einen Riegel vorgeschoben. So, ja. Ah, okay. Wir haben uns einfach so in letzter Zeit sehr, sehr voneinander entfernt. Mhm. Ich habe halt gemerkt in dieser Zeit, dass ich in seiner Prioritätenliste nicht mehr oben angesiedelt bin. Ah, okay. So. Aber viele Leute nehmen ja auch Geburtstage so zum Anlass, wieder zu reconnecten eigentlich, ne? Also man kriegt ja immer zu Geburtstag ganz viele verschiedene Anrufe von verschiedenen Freunden, die man auch lange nicht gesehen hat und so, ne? Ja. Ja, das mag sein. Das mag auch die Intention gewesen sein dahinter. Mhm. Also es sind so ein paar Sachen vorgefallen, die mir überhaupt nicht gefallen haben. So okay. In dieser Zeit, wo wir uns so entfernt haben. Ja. Wo er mir auch gezeigt hat, dass ich eben nicht in seiner Prio-Liste oben stehe, er aber bei mir in der Prio-Liste oben gestanden hat ja, okay. Umgekehrterweise so. Und wenn du dann aber merkst, oder zumindest ist es bei mir so, wenn ich halt merke, dass ich nicht mehr auf derselben Prio-Ebene bin, bei ihm wie er bei mir, dann muss er zwangsläufig bei mir ja auch in der Prio-Liste sinken. So, weil das wäre ja sonst eine einseitige Liebe. So. Ja, genau. Und so funktioniert das ja letztlich nicht. Ja, und für mich ist das so, also tatsächlich schon so, sag ich mal, so ein bisschen schmerzhafte Erfahrung so. Ja, weil er mir schon am Herzen gelegen hat so. Aber es sind einfach Sachen passiert, die sind für mich extrem unverständlich. Okay. Ja. Und für mich auch, weil ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht, so man sollte sich vielleicht drüber mal aussprechen oder wie auch immer. Aber das sind so Grundsatzprinzipien, okay. Die nicht stimmen. Wo ihr gegeneinander clasht. Ja. Okay. Und wo ich halt der Meinung bin, so, wenn wir uns treffen würden und darüber reden würden, glaube ich, ich würde noch verärgerter werden. Ja, da wollte ich nämlich gerade fragen, weil offensichtlich kommt er ja aus Frankfurt auch. Ja, genau. Man kann sich ja easy treffen eigentlich. Genau, also die Möglichkeit besteht natürlich. Oder sagen wir es mal so, wenn er sich bei mir melden würde und mir den Vorschlag unterbreiten würde, sich zu treffen, würde ich nicht Nein sagen. Ja. Aber ich würde nicht die Initiative ergreifen. Ach so, okay. Einfach aus dem Grund, weil ich der Überzeugung bin, dass, wenn wir uns treffen, er mir versuchen wird, seinen Standpunkt zu erklären, den ich aber zu 0% nachvollziehen kann. Okay. Ja, der Käse ist gegessen so. Ja. Ich hab da nicht das Bedürfnis, diese Freundschaft zu kitten. Okay, ja. und hast du ihm dann zurückgeschrieben, oder? Ja, ich habe mich bedankt, wie gesagt. Wie hast du dich dabei gefühlt? War das so ein Verwundern, dass er dir überhaupt geschrieben hat, oder war das so? Naja, verwundert nicht. Ja. Nicht unbedingt, aber so. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Das Schlimmste, was meinem Gegenüber passieren kann,
ist, dass ich gleichgültig werde. Ah, okay. Wenn ich einmal gleichgültig einer Person gegenüber geworden bin, dann lässt sich das nicht mehr umdrehen. Okay. So, ja, dann habe ich abgeschlossen. Mhm. Und so ist das mit ihm. Ja. Okay. Für mich ist das Thema durch. Ja. Ach so. Also trotz, und auch wenn ihr euch nicht abgesprochen habt. Weil das ist ja oft bei Freundschaften so. Ich kenne das ja auch von mir. Ich habe ja auch viele Freunde kommen und gehen sehen. In meinem Leben ist es so, ich habe in jeder Etappe meines Lebens immer einen besten Buddy sozusagen gehabt. Mhm. Ja. Oftmals ist es so, dass früher oder später habe ich dann halt die Reißleine durchgeschnitten. Ja. Weil... Die Reißleine gezogen. Die Reißleine gezogen. Die Reißleine gekappt, sagt man das nicht? Nein? Nein? Okay. Ich habe halt die Reißleine gezogen, weil man merkt, entweder sind die ein bisschen opportunistischer veranlagt, die kommen zu dir nur, weil sie was haben wollen. Ja. Ja. Oder sie sind irgendeinem Mehrwert hinterher, ja, und so weiter. Und das merkt man halt irgendwann. Bestimmt. Ja. Und, also im besten Fall merkt man das. Ja. Im besten Fall merkt man das, ja. Im besten Fall merkt man. Ich weiß jetzt nicht genau, ob dein Kollege da so ein bisschen opportunistisch veranlagt war. Das hat was ganz anderes mit was ganz anderes zu tun. Ja. Ja, okay. Oder man wird halt natürlich auch emotional verletzt, so ein bisschen. So, ne? Da muss ich sagen, hatte ich, glaube ich, 3 oder 4 Leute, die ich immer an meiner Seite hatte, von denen man irgendwie verletzt wurde oder wo man gemerkt hat, dass sie opportunistisch veranlagt sind. Und dann trennen sich die Wege. Ja. Und dann sehe ich aber auch, bin ich ähnlich wie du, ich drehe mich auch nicht nochmal um. Ja. Ja. Wenn die Beziehung einmal zerstört ist, ist sie zerstört. Ja. Kann auch nichts wieder kommen und das rückgängig machen. So sehe ich das, ja. Ja. So sehe ich das auch. Ja. Ja, weil das ist, also ich weiß nicht, ob das ein Selbstschutz ist, den wir uns dann aufbauen oder so, ja. Also weil wir machen dann einfach einen Cut und trennen uns dann einfach von etwas, was uns nicht gut tut. Ja. Ja? Und ich denke, das hat auch ein bisschen was mit Selbstschutz zu tun. So. Ja, weil, bestimmt. Weil ja, weil das würde ja bedeuten, du würdest ja über gewisse Dinge einfach hinwegsehen oder ignorieren sogar. Ja, nur um diese Freundschaft irgendwie aufrechtzuerhalten. Ja. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt einseitige Liebe, so, weißt du? Und das ist ja schädlich. Natürlich ist es schädlich. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich bin so ein Typ, der echt lange mit sich sowas machen lässt. Ja, in der Hinsicht habe ich auch, ich habe halt einen hohen Sinn für Loyalität. Ja. Ja. Und da muss auch schon einiges passieren, dass da ein Riss entsteht. Genau, es müssen viele Sachen auf einmal passieren. Genau. Ne? Oder hintereinander weg. Genau. Ja, oder es passieren immer wieder die gleichen Sachen. So, genau. Ja, genau. Wo man merkt, so, ey, okay, entweder er kapiert es nicht, er will es nicht kapieren oder er respektiert mich nicht. Es ist ein komplexes Thema. Es ist bei mir aber generell auch in der Liebe ist es genauso bei mir. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin oftmals derjenige, der the greater good willen, dann einfach dann sich beugt oder sich ein bisschen zurücknimmt. Ja. Ja? Und es hängt dann so ein bisschen davon von Typ ab, ne? Der mein Gegenüber. Nutzt er das aus? Schleichend, manipulativ von mir aus auch. Ja? Oder halt nicht. Das ist dieses Harmoniebedürfnis. Ja, genau. Von dem wir schon mal gesprochen. Genau, darüber haben wir schon mal gesprochen. Und dann ist aber so, irgendwann raffst du es ja. Ja. Irgendwann raffst du es ja und dann ist halt vorbei. Mhm. Aber die Leute, denen ich heute loyal gegenüber bin, weiß ich, dass das halt nicht der Fall ist. Durch langjährige Erfahrung. Ja, natürlich. So. Genau. Ja, ich meine, du hast ja, also wie du ja schon gesagt hast, du hast Freunde kommen und gehen sehen. Genau. Das heißt, du hast ja im Verlauf deines Lebens hast du ja ausgesiebt. Genau. Ja? Und die hängen geblieben sind nach all diesen Jahren, das sind halt die echten Freunde. Ja, und ich meine, gut, bei mir, in meinem Beispiel ist es aber auch so, wir sind sehr, 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 sehr lange befreundet gewesen. Mhm. Ja? Oh, also ich spreche jetzt schon in der Vergangenheitsform, genau, weil, weil das Thema für mich wirklich durch ist. Ich bin der Meinung, dass die Art und Weise, wie du und ich mit diesen Sachen umgehen, die gesündere Art und Weise ist. Meinst du, lange mit sich machen lassen und dann einmal cutten und fertig? Ja. Oder so meinst du? Ich fange ja nicht beim ersten Gegenwind an zu sagen, ey, okay, was ist das für ein Arsch von Freund? Ja. So, das natürlich nicht. Mhm. Ja, sondern man ist ja befreundet und man und natürlich unter Freunden kann man sich auch gewisse Dinge auch einfach mal leisten und so, weißt du, ohne dass das jetzt irgendwie... Man kann sich auch zanken, ganz ehrlich. Ja, genau. Ja. Wie gehst denn du aber mit Missverständnissen um zwischen Freunden in einer Freundschaft? Im Sinne von, dass ich gesehen habe, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Ja, also wenn du jetzt total sauer bist, aber du merkst, das ist ein Missverständnis, bist du dann relativ leicht zu besänftigen oder musst du, ist es irgendwie... Ey, wenn es mein Fehler ist, dann bin ich auch bereit, mich dafür zu entschuldigen und zu sagen, ey, okay,
Okay. Ich habe es falsch verstanden. Ja, es gibt ja nämlich auch Leute, die trotz Missverständnis niemals, niemals Entschuldigung auch, sagen würden. Ne? Gibt's auch, so. Hat man ja auch das mal erlebt. Also ich würde mich schon so einschätzen, dass wenn ich merke, dass ich falsch liege, dass ich das auch gerne zugeben kann. Ja. Ja. Aber gerne ist jetzt vielleicht auch übertrieben. aber ja, ich kann das. Als eine Person, die im weitesten Sinn reflektieren kann, ist es ja ganz normal. Ja, wie gesagt, ich hab das jetzt in meinem Leben auch öfter gemacht. Mhm. Also ich habe natürlich auch viele Freunde kommen und gehen sehen. Ja. Aber da ist bei mir halt auch ein roter Faden drin. Ich brauche keine Menschen um mich herum, denen ich Hallo und Tschüss sagen kann. Mhm. Ich habe so schon genug Freunde, ich habe viele Freunde. Mhm. Und dann brauche ich nicht noch Leute, Hallo, Hallo, Tschüss, Tschüss. Ja. Brauche ich nicht. Es wird alles aussortiert. Ja, aber das ist vielleicht so der kleine Monk wieder in mir. Weil ich brauche, weißt du so, ich brauche diese Ordnung in meinem Kopf. Diese Struktur. Ja. Ja. Freund, nicht Freund. Ja. Nicht Freund, weg. Eventuell ist das so. So ein bisschen so schwarz-weiß, so, weißt du? Also bei mir ist es so, ich hab was anderes zu erzählen, was das angeht. Ja. Und zwar ist mir was passiert, da ist ein Freund gegangen und ist wiedergekommen. Mhm. Ja, und zwar habe ich einen Freund aus den Augen verloren. Ja. Und es gab keinen großen Grund. Ja. Ja, also wir haben uns generell nicht gestritten, aber die Umstände waren halt echt unangenehm, dass ich mich aus dieser Gruppe entfernt habe. Und zwar geht es um meine alte Rap-Partner sozusagen, mit denen ich zusammen angefangen habe, Mucke zu machen. Und es war immer stressig da. Ne? Also du kennst es ja manchmal, wenn Bands sich streiten können, die sich bis aufs Äußerste streiten. Und bei uns war es halt so. Wir haben halt richtig, es war noch nicht mal unsere Crew, weil unsere Crew hat dann der eine aufgehört und wir waren am Ende zu zweit, aber es war so im weitesten Sinne unsere Crew, weil wir viel mit denen Mucke gemacht haben. Yeah. Und da gab es immer Bad Vibes, wenn wir mit denen zusammen waren. Ja? Okay. Dass ich dann irgendwann gesagt habe, wisst ihr was, ich höre einfach auf damit. Und bin dann raus und habe dann hier Einklang gegründet. Mhm. Wohl oder übel ist da eine Person zurückgeblieben, mit der ich dann halt auch den Kontakt verloren habe. Ja. Weil ich einfach gesagt habe, so nicht mehr. Ja? Und habe dann halt quasi mit der ganzen Bande quasi gecuttet. Ja. Er war halt auch mit dabei. Und wir haben uns ungefähr 10 Jahre nicht gesehen. Da hat meine Freundin auch gesagt, so, Alter, ihr wohnt in Frankfurt. Ja. Ja, ihr wohnt halt 20 Minuten voneinander mit dem Auto entfernt. Warum ruft ihr euch nicht gegenseitig an und trefft euch? Nicht, dass ich das jetzt auf ihren Rat hin gemacht habe, aber es kam irgendwann zu einer Situation, wo wir uns alle getroffen hatten. Mhm. Auch so die Alten aus der Band. Und er war mit dabei. Ja. Und ich habe dann gedacht so, ey, krass. Ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen. Und er hatte sofort auch dasselbe Gefühl, dass wir uns mit den anderen habe ich jetzt immer noch keinen Kontakt mehr, aber mit ihm habe ich dann weiterhin geschrieben, er hat mich eingeladen zu sich und ist dann gekommen und so weiter und siehe da, wir haben uns jetzt so ein bisschen wiedergefunden und versuchen uns, wenn ich jetzt nicht so viel zu tun habe im Studio, versuchen wir uns jeden Dienstag zu treffen. Aha, okay. Und einmal die Woche, ja. So Mucke zu machen oder uns auszutauschen, einfach oder was essen zu gehen einfach. Mhm. Das ist mir so passiert, was ich eigentlich so ganz positiv finde, was ich nie gedacht hätte, dass es passiert. Ja, aber pass auf, ich glaube, der große Unterschied ist ja, wie du schon erwähnt hattest, ihr hattet ja keinen Beef. Genau. So, ihr hattet keinen Streit, sondern es hat sich halt, die Situation hat das halt irgendwie verursacht, ja. Ohne dass er jetzt irgendwie dir gegenüber Scheiße gebaut hätte oder umgekehrt. Ja. Es gibt ja Freundschaften, wo du die Leute grundsätzlich lange, lange, lange Zeit nicht gesehen hast, man sich dann sieht und es ist so, wie als hätte man sich gestern das letzte Mal gesehen. So, ja? Und das ist auch komisch, weil das ist ja so eine stillschweigende Vereinbarung. So, dass, was meinst du damit? So, dass man trotzdem irgendwie cool miteinander ist. Ja, das stimmt schon. So, das stimmt schon. Obwohl keiner jetzt wirklich extrem in diese Freundschaft investiert, so, aber man trifft sich und dann ist es einfach cool. So, ja, genau. Und warum geht das mit manchen und mit manchen nicht? Das ist auch komisch, das ist interessant, oder? Ja. Also so Freunde habe ich auf jeden Fall auch. Ja. Und bei denen ist es immer so, auch wenn man sich lange nicht gesehen hat, man freut sich, sich zu sehen. Man macht dem keine Vorwürfe, dass man sich lange nicht gemeldet hat, sondern man freut sich einfach, sich zu sehen und dann verbringt man Zeit. Ja. Und dann gibt es vielleicht auch Phasen, wo man sich öfter sieht. Ja. Und dann aber auch wieder Phasen, wo man sich dann halt wieder nicht sieht. Aber es ist halt auch völlig egal. Ja, genau. Weil man trotzdem füreinander da ist, wenn es einem schlecht geht. Ja. Ganz einfach. Aber das ist doch das Ding. Du hast ja Freunde, mit denen du diese Art von Freundschaft hast. Ja. Es gibt Freunde, mit denen hast du eben nicht diese Art Freundschaft. Ja. Und das ist total komisch, oder? Ja. Weil das ist ja, weil man redet ja nicht darüber. Man sagt ja nicht so, ey, du bist ein Freund für mich, ist egal. Weißt du, was ich meine? So, ich weiß, was du meinst. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, woran das liegt. Ja. Vielleicht hat man gemeinsam einfach so viele gemeinsame Erfahrungen gemacht, wo man gleich
so gleich gefühlt hat oder so, oder die Situation gleich erlebt hat, dass man, wenn man sich wieder sieht, dass man gleich diese positiven Gedanken sofort hat. Und vielleicht bei dem einen halt, hast du halt eher, war das so ein blend person, so, wo halt einfach, der war einfach nur dabei, oder ich weiß es nicht genau, ich kann es dir nicht genau erklären. Das ist aber, es ist interessant tatsächlich. Ja. Gibt es aber von den Leuten, wo das so ist, gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten bei dir? Wo du sagen könntest, so, das könnte vielleicht der Grund sein? Nee, ja, also die einzige wirklich große Gemeinsamkeit ist, dass halt Jahre lange Freunde sind. Ja, okay. Aber da auch, also man hat sich früher sehr, 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 sehr intensiv gesehen und dann, ja, Berufsleben, was weiß ich, irgendwas, und dann hat man sich irgendwie jahrelang nicht mehr gesehen und es gibt dann halt immer wieder einen Anlass, wo man sich dann wieder sieht, nach Jahren, und es ist einfach mega cool so. Ja. Weißt du, also wenn es von Anfang an so gewesen wäre, dann wäre es auch wieder verständlich. Aber du weißt ja, wie das ist. Man hat so ein intensives Verhältnis, dann geht es auseinander, dann ist es so, ja gut. Ist halt so. Ja. Stimmt tatsächlich, ey. Oder? Stimmt. Ich meine, da gibt es auch viele. Und dann sieht man sich wieder und man ist halt cool miteinander so. Ja. Aber es ist nicht mehr so diese Freundschaft, wie sie früher war. Ja. Es gibt aber dann wiederum diese Freundschaft, wo es, ey, es ist halt wie immer so. Ja. Und das meine ich halt. Wer bestimmt das? So, weißt du? Ich finde das voll krass. Ich finde das voll seltsam. Ja? Und weil das ist ja auch auf beider Seiten so. Ja, darüber habe ich so genommen, habe ich darüber nicht nachgedacht. Ich weiß nur, dass bei gewissen Leuten so ist und bei gewissen Leuten halt nicht. Ich habe einen Freund, mit dem streite ich mich grundsätzlich. Okay. Ja. Aber trotzdem liebe ich ihn wie mein Bruder. Ja, wirklich. Ja. Und egal, wenn wir diskutieren, wenn wir an Projekten arbeiten, es wird grundsätzlich gestritten. Hm. Ja? Und grundsätzlich sind wir nicht einer Meinung. Hm. Aber wenn ich ihn brauche, ist er da. Und wenn er mich braucht, bin ich da. Kennst du Freunde, Familie, Bekannte, wo egal welche Meinung du hast, der gegenüber immer den Gegenpart einnimmt? Warum auch immer? Nein. Nee? Das habe ich nicht. Guck mal, und solche Freundschaften habe ich auch. Aber jetzt, wo du es sagst, bin ich oft der Typ, der den Gegenpart einnimmt. Der den Gegenpart einnimmt. Sehr gerne. Aus Überzeugung oder einfach, weil du Bock hast? Einfach nur, weil ich Bock habe. Aber warum? Also, weil ich es mag zu diskutieren. Also, weil ich es mag. Yeah. Das war bei meiner Ex-Freundin stark. Yeah? Ja, okay. Weil meine Ex-Freundin ist ja aus Korea. Ja. Und sie hat gewisse vorgefertigte Meinungen. Mhm. Ob diese Meinungen jetzt aus dem Internet sind, von Twitter sind oder was weiß ich was, sei mal dahingestellt. Ja. Aber oftmals habe ich so gemerkt, dass die Meinung gar nicht ihre ist, sondern dass es so eine vorgekaute Meinung ist. Okay. Und dann, auch wenn sie in der richtigen Meinung ist, habe ich sie immer versucht, in ihrem Fundament zu erschüttern. Ach so. Einfach nur, um zu gucken, ob sie zusammenbricht oder ob ich sie halt weglabern kann davon oder nicht. Ja? Okay. Ein bisschen gemein, wenn ich ehrlich bin, ja. Aber das haben wir dann teilweise auch so ein bisschen zu, als Spiel gemacht. Okay. Ja? Und da habe ich gemerkt, dass mir das ganz gut liegt. Das macht dir Spaß, Leute zu ärgern. Nein, weil das Ding ist, genau, weil umgekehrt ist, das ist ganz komisch. Es gibt Menschen, ich sag zum Beispiel jetzt mal ganz blöd, ey, heute, das Wetter war mega schön gewesen. Und dann sagt der Gegenüber, ja, war schön, aber ab und zu war es schon wolkig und wenn es windig war, war es kalt. Ah, so, das meinst du. Und dann du. So, hä? Ja, das meinst also, du. Das ist was anderes. Ja, aber verstehst du so, warum? Das ist Rivalitätsverhalten. Ist das Rivalitätsverhalten? Ich würde eher sagen, das Rivalitätsverhalten. Okay, okay. Wer ist das Alpha? Ah, der Ini fand das Wetter heute schön. Ja. Ja. War schon schön, aber. Ja, genau. Ah, okay. Pass auf, weil ich habe nämlich auch immer diesen Verdacht. Ja, das Rivalitätsverhalten. So, das ist Rivalitätsverhalten, auch so ein Wettbewerbsverhalten. So, genau. Und ich verstehe es nicht. Ich raff's nicht. So, warum? Warum? Warum müssen wir über so einen Schwachsinn diskutieren, so, weißt du? Und mich, also kann man sich vielleicht vorstellen, solche Arten von Freundschaften sind in meiner Prio-Liste ein bisschen weiter unten angesehen. Ja, klar. Ja, weil es nervt. Natürlich, so, weißt natürlich. Du, es nervt einfach. Ja. Ja. Ey, aber hast du echt so Prio-Stufen bei deiner Freundschaft? Das ist ja interessant. Nein, ich hab's jetzt natürlich, ich habe jetzt keine Liste in meinem Kopf und weiß jetzt, wer auf welcher... Bei deinem Kopf weiß ich nicht. Nein, okay, guck mal, ich habe ja schon gesagt, ich bin ein kleiner Monk, aber so krass auch nicht, ja. Aber das ist so... Also das weißt du doch. Du hast ja Freunde, mit denen bist du besser befreundet als mit anderen Freunden. Ja, das ist doch einfach so. Ja. Ja, okay. Und klar, ich, und diese Art Freundschaften kann ich halt nur
limitiert genießen. So. Mhm. Weißt du, ich hätte keinen Bock, jeden Tag mit den Leuten abzuhängen. Mhm. So. Und jeden Tag Diskussionen führen zu müssen und so, weißt du, wegen so Lappalien. Ey. Mhm. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ja. Nee, aber das, was du beschreibst, ist so ein bisschen ein so Alpha-Tier-Verhalten, finde ich. Ja. So ein bisschen, ja. Weil das passiert mir oberoft auch, dass dann so, okay. dass dann so. Das hast du, glaube ich, auch letztens gesagt, weil ich trinke ja manchmal, ich trinke oft kein Bier oder ich trinke oft kein Alkohol. Ja. Ja, da werde ich so ein bisschen als Loser dargestellt. Echt? Das passiert oder so, ja, bla bla, so, aber das habe ich auch schon manchmal in so, okay. in so einer Gruppe. Vor allen Dingen bei Koreanern. Aber das ist doch voll, das ist doch so, das machen doch Teenager. Ja. Ja, hm. ja, das passiert tatsächlich. Ja, also. Also, dass du so angefeuert wirst zu trinken oder yeah, was? Ey, ja, ist genau. so affig, ey, wirklich. Yeah. Da bin ich doch schon aber längst rausgewachsen, ey. Also wirklich jetzt mal ohne Scheiß, ey. Ja, ganz und klar. Das passiert dir heute noch, oder was? Das passiert mir heute auch immer noch, ab und zu. Ja, aber, also, aber ja. Oder so Sprüche, so, ach, das macht keinen Spaß mit dem, weil er trinkt nicht. Okay. Weißt du? Aber, also. Aber heißt das, dass diese Person dich als Alpha identifiziert und dich vom Alpha-Stuhl runterholen möchte? Oder das weiß ich das? Nicht. Das kann ich ja nicht sagen. Das kann ja. ich nicht sagen. Das war jetzt nur so ein Beispiel, was mir so passiert ist. Ja, aber genau, aber sowas würde mich extrem nerven. Ja, natürlich. Ja, extrem würde mich das nerven. Ja, auf jeden Fall, das sind so Themen, die mich so ein bisschen in letzter Zeit so ein bisschen beschäftigt haben. Ah, echt? Okay. Ja, also Freundschaften. Also so eine gesunde Rivalisierung finde ich ja eigentlich ganz gut. Rivalität, ne? Dass man sich so gegenseitig ein bisschen manchmal so ein bisschen. Ne, also sich aber auf, krabbelt, meinst du? Genau, aber das ist auch so auf. Muss ja nicht körperlich sein, aber so auf Augenhöhe, dass man auf Augenhöhe diskutiert. Ja, und Meinungen austauscht, das ist ja gut, weißt du? Aber das muss halt nicht darüber hinausgehen. Immer wenn er was sagt, sag ich was krasser ist. Ja, genau. Sowas. Oder genau das Gegenteil. Oder das Gegenteil. Um eine Diskussion auszulösen. Ja, oder, genau. weißt du, und ey, Mann, das ist doch voll anstrengend. Wir hatten es, glaube ich, in der ersten oder in der zweiten Folge mal. Ja. Auch. Da hattest du gesagt, so, ob ich Freunde in Schubladen stecke. Ja. Ich habe nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ja. Und ich muss sagen, du hast recht. Ja. Ich tue das, glaube ich, tatsächlich ein bisschen. Ja. Und da ist nämlich eine Sache mal vorgefallen. Mhm. Da war ich jünger. Einmal im Jahr haben meine Eltern ein Treffen der alten Gastarbeiter. Aha. Alle, die in Recklinghausen damals stationiert waren, treffen sich. Mhm. Und das geht dann immer über Nacht und das ganze Wochenende. Meistens gehen die schon am Freitag weg und sind dann Sonntag erst wieder da. Und als wir dann so ein bisschen ausgewachsener waren, meine Schwester und ich, haben wir das so ein bisschen als Anlass genommen, eine Party zu schmeißen. Aha, oft. So sturmfrei. Sturmfrei, mhm. ja. Und die Partys sind manchmal auch sehr eskaliert. So mit Polizei und was weiß ich was. Ehrlich? Ach du Scheiße, okay, ja. Und zweimal gekommen, haben uns gedroht, die Musikmaschine da, unsere Anlage da mitzunehmen und so Faxen halt. Okay. Da habe ich einmal eine Party gefeiert. Und da habe ich halt meine Freunde eingeladen. Ja. Alle meine Freunde. Ja. Einfach so ganz naiv alle meine Freunde eingeladen, worauf ich Bock hatte. Je tiefer die Nacht wurde, umso mehr haben sich Gruppen gebildet. Und irgendwann haben halt alle meine deutschen Freunde in meinem Zimmer gesessen, gefeiert, Gitarre gespielt, gesungen und gelabert. Während meine koreanischen Freunde, alle die Koreaner waren, waren im Wohnzimmer am Esstisch, saßen um den Esstisch und haben halt gelabert dort. Und es waren so zwei Lager. Und für mich war das damals voll unangenehm, weil ich bin dann zu denen, hab dann da geredet. Hast kurz mitgesungen. Genau, und dann bin ich kurz wieder rüber und hab dann da bin wieder zurück und bin hin und her. Okay. Und hab dann da gemerkt, so okay, ich weiß nicht genau, meine koreanischen Freunde mischen sich nicht gern unter das Volk. Mhm. Das habe ich so ein bisschen gemerkt. Aber ja, das ist tatsächlich so bei mir. So, dass ich habe keine Prioritätenliste, ich habe eher zwei Schubladen. Ja, aber das heißt ja, du hast sie ja nicht in die Schubladen gesteckt, sondern die haben sich ja selbst in die Schubladen gesteckt. Oder? Das stimmt. Ja. Das stimmt tatsächlich. Ja, ja, und irgendwann habe ich halt auch gemerkt, so, okay, ich kann das, wenn ich eine Party schmeiße, muss ich vielleicht sogar zwei Partys schmeißen oder so. Ja, oder zweimal was machen. Aber oder guck mal, pass auf, es gibt nochmal, weil ich finde, das haut in dieselbe Kerbe. Du feierst deinen Geburtstag und du lädst zwei Freunde ein, wo du weißt, die hassen sich. Ja. Würdest du dann einen nicht einladen, dem Frieden will? Boah, krass. Dem Frieden, wie würdest du es machen? Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sie einfach einladen. Wenn es meine zwei besten Freunde sind. Oh, beste, es sind zwei Freunde, die du auf jeden Fall auf deiner Geburtstagsfeier haben möchtest. Aber sind noch andere Freunde da? Ja, ja, ja. Achso, wenn noch andere Freunde da sind, dann klar. Lädst du einen, ja? Ja, aber ich würde denen, glaube ich, sagen, der und der kommt und der kommt. So. Wenn ich das wüsste. So, pass auf. Ich würde hundertprozentig beide einladen. Ja, ich auch. Ja. Weil das ist deren Problem, das die haben. Das ist nicht mein Problem. Oh, Alter. Das, ja, das ja, warum soll ich das lösen? Ja. So, ich würde beide einladen
Und wenn einer von, oder wenn beide ein Problem damit haben, sollen sie beide fernbleiben oder, ja, oder die sprechen sich ab und nur einer, was soll, aber das ist nicht mein Problem. Ja. Aber ich fange nicht an, mich in dieses Problem einzumischen, mhm, und dann vielleicht sogar ganz blöd Partei zu ergreifen oder, genau, so und zu sagen, weißt du was, ich, genau, lade jetzt nur einen von den beiden ein, ene mene miste oder so ein Scheiß, weißt, ja, du, warum, genau, warum soll ich das machen? Ja. Und die Frage ist nur, Frage ist nur, wenn du Geburtstag feierst und es kommen nur diese beiden, ja, würdest du es machen oder nicht? Wenn du sagen würdest, du hast zwei beste Freunde, ja, und nur zwei beste Freunde, ja, und du weißt aber, dass die sich echt nicht leiden können, ja, würdest du dann feiern und beide einladen zu dir? Nur die beiden? Das ist eine komische Frage, ja. Ja, also weil... Weil so habe ich die Frage am Anfang verstanden. Ja, ja, so, ja. Nee, weil das Ding ist tatsächlich... Boah, ja, das ist komisch, ey. Nee, weil, ja, das ist... Das macht die Party kaputt. Ja, auch, ja, genau. Weil das ist ja dann eine Eskalation, ist ja dann eigentlich vorprogrammiert. Ja, genau. Ja, also, ja, das macht eigentlich keinen Sinn. Ja. Die Frage ist dann halt aber, wen lädst du an deinem Geburtstag ein und wen lädst du... Einen Tag später. Ja. Dann hast du wieder eine Priorisierung vorgenommen. Ich glaube, ich würde einfach gar nicht feiern. Ali G hat mal Vegetarier gefragt, ja, würdest du einen Huhn essen, um das Leben eines anderen Huhns zu retten? Ja. Ja, ey, da habe ich vor kurzem, ja, also das ist jetzt ein bisschen ein kurzer Exkurs, da habe ich vor kurzem, ja, eine Frage, ist mir so über den Weg gelaufen, so, ja, weißt du? Oh, ich habe sogar zwei Fragen, die, okay, ich dir stellen kann. Die erste Frage ist, mhm, wenn deine Mutter, ja, und deine Freundin am Ertrinken sind, wen rettest du? Und... Alter, was ist das für eine Frage? Nee, aber pass auf, jeder Psychiater würde sagen, es gibt eine richtige Antwort. Es gibt eine richtige Antwort, tatsächlich. Und das ist aber total schwer. Und als ich die Antwort gehört habe, war das, boah, ey, das macht eigentlich voll Sinn. Es macht Sinn. Weil die Frage kannst du nur falsch beantworten. Ja, yeah, okay. Ja. Die richtige Antwort lautet, du musst deine Freundin retten. Okay. Weil für deine Mutter ist dein Vater zuständig. Ja, okay. Die Option war ja gar nicht da. Ja, aber die existiert in deinem Kopf nicht. Aber die Option ist immer da. Das ist das, was der Psychiater gesagt hat. Hä? Aber ich stehe doch alleine mit, also ich bin doch alleine da. Keiner hat gesagt, dass du alleine da stehst. Also wieso denkst du, alle Probleme sind auf deinen Schultern? Das ist das, was da... Ja, was aber das ist doch eine Quatschfrage. Es gibt eine Frage. Ja, okay. Und zwar kommt diese Frage aus Korea. Mhm. Und das heißt, das ist dieses Gennip Nunjeng. Okay. Habe ich das schon mal mit dir gesagt? Mhm. Mit dir gemacht? Okay, pass auf. Du bist mit deiner Freundin und die Freundin hat eine Freundin dabei. Und ihr seid zusammen am Essen. Ihr seid zu dritt. Ja. Deine Freundin, ihre Freundin und du. Ja. Und dann seid ihr am Essen und kennst du dieses eingelegte Gennip? Ja. So, sie, die Freundin von deiner Freundin. Ja. Greift zu diesem Gennip und nimmt das so hoch. Und da kommen plötzlich so 3, 4 auf einmal mit hoch. Passiert ja ab und ja, zu. Ja. Darfst du? Ach so, ja. Okay, darfst du da hingreifen und ihr helfen, dass da nur eins abgeht oder nicht? Ich sag ganz klar ja. Okay. Also ich würde es machen. Ja, ich würde es auch machen. Okay. Das ist die gesunde europäische Art, sage ich jetzt mal. Ja. In Korea ist es ein No-Go. Ah, okay. Da haben sich schon Couples getrennt anscheinend. Wegen so einem Scheiß. Oder zum Beispiel... Okay, Moment. Ja. Heißt das, deine Freundin oder, ja, meine Freundin, wie auch immer, wäre dann so krass eifersüchtig oder was? Ja. Das ist so quasi, ich betrüge sie gerade, indem ich ihrer Freundin bei dem Panchan quasi helfe oder was? Nee, die Frage ist, warum bist du gut zu einer anderen Frau? Das ist das, was die sagen. Wow. Ja. Warum bist du gut zu einer anderen Frau? Ich bin doch direkt neben dir. Warum musst du die Aufmerksamkeit einer anderen Frau auf dich ziehen, wenn ich doch bei dir bin, an deiner Seite? Das ist das Ding dahinter. Voll Banane, finde ich. Oh, okay. Und krass, das ging dann auch darüber hinaus. Ja, so. Ja. Bist du wieder zu dritt nach dem Essen, ja? Mhm. Seid ihr zu dritt draußen unterwegs? Und es ist total kalt. Deine Freundin hat eine Jacke. Yeah. Aber die Freundin von deiner Freundin nicht. Yeah. Und darfst du deine Jacke ausziehen und ihr so umhängen und sagen, so, ey, die ist bestimmt warm. Das kalt. Ist, glaube ich, ein bisschen, das ist eine Stufe krasser. Das ist eine Stufe krasser, aber, ja, in Europa würde man das machen, finde ich. Oder würdest du das nicht tun? Weiß ich nicht. Weißt du, wie ich das nämlich sehe? Ja. Das ist doch die Freundin, ja, von deiner Freundin. Ja. Du möchtest doch bei ihr ein gutes Bild haben, damit die Freundin deiner Freundin denkt, dass sie mit einem guten Typen zusammen ist. Oder nicht? Diskutiert doch einfach mit. Ja, also guck mal, mein Impuls würde jetzt sagen, ja. Ja.
Aber ich muss nur eine Sekunde weiterdenken und denke, ah, okay, aber das ist, hat Konfliktpotenzial. Da würdest du sagen, hat Konfliktpotenzial. Ja. Weil, oder Moment, kann man das immer weiterspinnen, diesen Kram? Nee, das sind so die beiden, die mir jetzt eingefallen sind. Aber zum Beispiel, ich halte die Tür auf. Ja, sowas auch. Oder, ja, das so, auch, oder was? Autotür aufhalten und so. Warum? Warum bist du gut zu einer Frau? So. Ja, aber das ist ja, okay, das ist krass. Aber guck mal, also, ich würde jetzt differenzieren. Ja. Wenn sie Probleme hat, ihr beim Essen irgendwie ein Stück zu holen, dann und ich die anderen einfach abziehe, damit sie halt nur noch eins hat, das halte ich für absolut, absolut harmlos. Ja. Eine Tür aufzuhalten ist einfach, man ist Kavalier oder man ist es halt nicht. Das ist so, absolut harmlos. Absolut harmlos. Ja. Aber ein Kleidungsstück von mir zur Verfügung zu stellen, damit sie nicht friert, ist, also wie gesagt, mein Impuls sagt ja, aber mit einem Spinnensinn so hinten so, könnte man auch falsch auffassen. Könnte man auch falsch auffassen. Ja. Okay, ich sehe das nämlich so, ey, ich will doch nur gut sein zu deiner Freundin, damit sie ein gutes Bild einfach von mir hat und denkt, guck mal, sie ist mit einem coolen Gentleman zusammen. Ja. Ach, wie toll. Aber es könnte ja dann wie in so einem K-Drama passieren, dass während du ihr die Jacke umhängst, dann kommt da so plötzlich Musik. Kommt Musik und eure Finger berühren sich so ganz kurz. Ja, genau. Ja, und in dem Moment treffen sich auch noch eure Blicke. Ja. Und dann ist es um euch geschehen. So. Ja. Vielleicht noch eine etwas, weiß nicht genau, harmloser, aber vielleicht auch ein Ding mit Disput-Potenzial. Sagen wir, die Freundin von deiner Freundin hat die Hände voll und ihre Jacke ist offen. Darfst du ihr den Reißverschluss machen? Nein, Mann. Nein, aber guck mal, das Ding ist ja folgendes. Ja. In dem Moment, wo wir zu dritt am Tisch sitzen und sie struggelt mit dem Panzern, hätte es ja auch meine Freundin machen können. Ihr helfen können. Aber weil sie zu langsam ist oder nicht reagiert, helfe ich halt. Wenn ich jetzt ihr die Tür aufhalte und dann die Tür zufallen lasse, wenn meine Freundin durchgeht, dann würde ich es ja auch verstehen. Aber wenn ich doch für beide die Tür aufhalte, ja, das stimmt. Oder verstehst du, was ich meine? Das finde ich krass. Also, du hast auch irgendwie recht, weil bei der Jacke hat die Freundin von der Freundin auch ein bisschen selber dran schuld. Ja, genau. Dass sie einfach keine Jacke dabei hat. Genau. Also ich finde es schon, das ist schon so eine, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall war das super krass in den Medien. Ja. Also in Social Media auf jeden Fall. Ach so, ja. Und das wurde diskutiert, darf man das, darf man das nicht. Das war 50-50 wahrscheinlich, oder? Nee. Also zumindest 100% der Frauen haben gesagt, das geht nicht. Ach so, okay. Ja. Bei den Jungs war das so, viele waren zwiegespalten so, soweit ich weiß. Weißt du, diese Frage im Ausland macht keinen Sinn. Ja, aber ey, antwortet mal bitte darauf. Wie, also, keine Ahnung. Das würde mich jetzt mal echt interessieren. So. Das Sesamblatt-Konflikt. Ja. Das oder der? Das Blatt, oder? Der Konflikt. Das ist der Sesamblatt. Der Sesamblatt-Konflikt. Oh, Inni. Lass es doch einfach gut sein. Nein, aber ich hab kurz überlegt, das Konflikt. Weißt du was, du bist ein echt guter Freund, ja? Dass du mich immer korrigierst. Das tut mir leid. Ich sag ja, so ein kleiner Monk ist in dir. Ja. Ja, auf jeden Fall, das würde mich echt interessieren, was die Zuhörerschaft dazu sagt. Mich auch, ehrlich gesagt. Also, weil ich sage wirklich, das ist so vollkommen harmlos. Ja. Ich bin so null Hintergedanke dabei. Ja? Ja, auf jeden Fall war das auf jeden Fall groß. Naja. Ja, lustig. Andere Länder, andere Sitten. Aber zurück zu Freunden. Hast du so einen Freund, wo du mal so zurückblickst und sagst, ey, ich würde gerne wissen, was aus dem geworden ist? Ja, habe ich. Und ich habe tatsächlich auch versucht, über Social Media die Person zu finden. Ja. Aber findet man nicht. Habe ich nicht gefunden, ja. Das ist in unserem Jahrgang auch ein bisschen schwierig, finde ich. Weil ich glaube, ab einem gewissen Punkt nennen sich viele Leute so, wie sie heißen. Glaube ich. Ja. Aber bei uns war das immer so, Hauptsache undercover bleiben, glaube ich. Ja, das kann sein, ja. Ja, aber wobei ich auch glaube, dass diese Person auch nie Social Media affin war. Okay. Also ich meine, Facebook gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Und auch, selbst auf Facebook ist diese Person nicht. Ja. Und er ist nicht die einzige Person, tatsächlich. Es gibt noch ein paar andere, wo es mich interessieren würde, aber das, also ich glaube, die sind tatsächlich null auf Social Media vertreten. Das ist krass. Ja. Das ist bei mir ähnlich. Ich habe so einen Freund aus der Schulzeit. Ja. Den habe ich einfach nach dem Abi einfach nicht mehr wiedergesehen. Mhm. Ja.
Und aber wir haben halt jeden Tag in der Schule abgehangen. Ja. Und ein gemeinsamer Freund von uns auch, der da mit mir Abi gemacht hat, wir fragen uns auch irgendwie, ey, gibt es da irgendwie Kontakte oder kann man den irgendwie mal herausfinden? Aber so. Ist diese Person weggezogen nach dem Abi oder was? Ja, die ist erst zum Studieren auf jeden Fall in eine andere Stadt. Ja. Nicht unweit weg von hier. Ja. Aber dann hat man sich einfach aus den Augen verloren. Ich glaube, es ging noch so ein paar Monate hin und her, dass man sich mal getroffen hat. Aber dann hat man sich halt voll aus den Augen verloren, weil der Ernst des Lebens war dann halt plötzlich vor der Tür. Ja, und auch, halt so und auch Freundin und so. Ne? Ja, und dann Willen, verliert man sich aus den Augen und dann war der Kontakt ganz weg. Mhm. Ja, es gibt ja sporadisch Leute, wo man den Kontakt dann irgendwie wiederfindet. Ja. Aber bei ihm war das so, war einfach weg. Mhm. Ja. Und es ist ein bisschen schade, weil ich eigentlich ganz gerne wissen wollen würde, was aus ihm geworden ist. Ja. Weil es war auch so ein witziger Kandidat, der war auch nie auf den Mund gefallen. Ja. Und der war immer so, wir haben uns mal gebattelt im Rauchen. Was? In der Oberstufe halt so, so dumm. Der hat dann so gemeint, ey, ich habe so voll den Raucherfinger, die ist so schon voll gelb hier und so, ne? Und haben uns dann immer so gebattelt, wie gelb unsere Finger sind. Okay. Ja, oldschool halt. Ja. Und würde ganz gerne mal wissen, was aus ihm geworden ist. Ja, weil, guck mal, vielleicht ist unser Podcast so ein bisschen so ein Spinnennetz. Ja, vielleicht findet man sich wieder. Ja, weil tatsächlich, ich habe jetzt zwei ehemalige Mitschüler, also wiedergefunden, in Anführungszeichen, die halt auf unseren Podcast aufmerksam geworden sind und mir geschrieben haben. Ja, okay, krass. Ja, und das ist mega cool. Also vielleicht schaffe ich es ja, weiter Freunde irgendwie zu finden über den Podcast. Ja. Das wär mega lustig, tatsächlich. Ja. Also, das hat mich auch gefreut. Einfach Leute aus der Vergangenheit zu sehen, ist irgendwie spannend, finde ich. Ja. Finde ich auch. Das ist nämlich auch immer interessant. Auch so Leute, die man aus der Jugend kennt, zu sehen, wie sie alt sind. Ja, ey, weißt du, ich sag jetzt was Lustiges und auch was Gemeines. Ja. Wir hatten, also es ist auch schon wieder Jahre her, da gab es so eine Abitur-Revival-Party. Ja. Ja. Wir waren so, keine Ahnung, waren so ungefähr 20 Leute, die sich dann getroffen haben. Okay. Ja. Und dann saßen wir so an dem Tisch, an so einem großen Tisch in einem Lokal und haben halt zu essen bestellt und haben halt erzählt, gemacht, getan. War ein ganz lustiger Abend und es gibt auch einen Initiator, der sich immer um diese Organisation da kümmert. Vielen Dank dafür übrigens. Ja, und dann habe ich so, ich glaube, ich war das, der dann gesagt hat so, ey, wie krass, wir sitzen hier alle am Tisch und ey, irgendwie, ich habe das Gefühl, wir haben uns alle nicht verändert, so, ja. Und dann meinte halt einer, ja, weil die sich verändert haben, die sind nicht gekommen. Und da habe ich kurz gesagt, ja, okay, könnte ein valider Punkt sein, so, weißt du, weil wirklich, das war so krass, das war auch so, vor über 5 Jahren war dieses Treffen gewesen, also noch vor sechs, sieben Jahren, würde ich jetzt mal schätzen, und ich habe die ganzen Leute halt seit dem Abi nicht mehr gesehen gehabt, also schon wirklich Ewigkeiten, und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass alle irgendwie sich wirklich kaum verändert hatten. Klar, der eine hat jetzt plötzlich einen Vollbart, den er vorher nicht hatte oder so, ja. Aber ansonsten so... Echt? Ja, das war wirklich krass gewesen. Ich war auch auf so einem Treffen. Ja. Wir hatten, glaube ich, unser 20-Jähriges oder sowas. Ja. Voll hart eigentlich. Vor 2 Jahren war das. Das Witzige, das Krasse war, viele Leute, von denen ich gedacht habe, dass sie kommen, sind halt gar nicht gekommen. Okay. Ja, und ich war dann da am Anfang und da waren halt sehr viele Leute, mit denen ich eigentlich in der Oberstufenzeit gar nicht so viel zu tun hatte. Ja. Ja, man hat sich gekannt, man hatte Kurse zusammen, natürlich. Ja. Ja. Aber es war dann halt auch so, weil ich war immer der Kasper. Ja. Und oftmals war der Kasper nicht so ganz gut mit den Leuten, die dann halt doch gut in der Schule waren und es ernst genommen haben, die Schule ernst genommen haben. Ja, ja. Ja. Dann war ich aber da und es war ganz interessant, weil ich mich mit Leuten dann unterhalten habe über die alte Zeit, aber auf einem ganz anderen Niveau. Mhm. Ja. Die dann so gemerkt haben, so, oh, was machst du denn jetzt überhaupt? Ah ja, ich habe hier Studio, bin selbstständig. Und die so, oh ja, krass, hätte ich ja nicht gedacht. Ja, ich hätte was anderes bei dir gedacht und so. Ne? Oder es gab sogar Positives, so, ja, bei dir habe ich mir das genau gedacht. So, du warst immer schon so kreativ in all deinen Sprüchen, die du da abgelassen hast, dass du bestimmt irgendwas in der Kreativbranche machst oder sowas. Ja. Ja, und das fand ich ganz interessant. Ja. Haben auch so ein bisschen über das Schulsystem geredet und da war so eine, die fand ich ganz cool, die hat so gemeint, das Schulsystem in Deutschland war einfach nicht gemacht für dich. Ja. Und da habe ich so voll und ganz, ja. 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 Weil, ey, ganz ehrlich, die ganzen Sachen in Geschichte, die ich gelernt habe oder in Mathe, die brauche ich heute gar nicht mehr. Ja, aber das waren die Fächer, wo ich halt versetzungsgefährdet war, die mir halt einfach fast ein Jahr meines Lebens geklaut hätten, die ich halt heute einfach nicht mehr brauche. Ja.
auf jeden Fall war das auch ein witziges Erlebnis und ja. Die Leute dann auch wiederzusehen, fand ich mega. Ja, definitiv. Und ich meine, ja, wie gesagt, ich hoffe ja, dass sich mehr Leute melden werden, so, ja, die auf unseren Podcast aufmerksam werden. Ja. Das wär schon cool irgendwie, ja. 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 Nee, aber zurück zu den Freunden. Jetzt haben wir ja schon so viel über Freunde geredet. Ja. Hattest du mal toxische Freundschaften? Bestimmt, ja. Ja. Fällt dir jetzt irgendwie was Spezielles ein? Nein, so? Was heißt bestimmt? Ja, ich hatte toxische Freundschaften, ja. Ja, okay. Falsche Freundschaften. Falsche Freundschaften. Kriminelle. Ja, okay. Ja. Ah ja, ja, ist okay. Ja so. Ja. Okay. Jungs, die halt Dreck am Stecken hatten, wo ich aber Teil der Gruppe sein wollte, mit denen ich abgehangen habe, mit denen ich mitgezogen bin, Mist gebaut habe, dies, das. Ja, ja. Ja, und wie war das so? Wollten die dann, wenn du dann nicht mitziehen wolltest, haben sie dich dann irgendwie gemobbt oder war das eher so? Ja, ich meine, man kennt ja so diese Gruppendynamik, ne? Ja. Und Gruppenzwang. Ja, so. Ja, ey, der Gruppenzwang oder, beziehungsweise, kann ich auch ein Liedchen versagen. Ja, aber beziehungsweise ich wollte mir auch nicht selbst die Blöße nicht geben. Ja, okay. So, weißt du? Ja. Also, ich wollte genauso cool sein. Ich wollte genauso hart sein. Ja. Ja. Und also macht man mit. Ja. Also das war. Aber das ist ja alles so Pubertätsgehabe. Ja, ja, das ist ja so eine Art von toxischer Freundschaft, sag ich mal. Und die andere Art von toxischer Freundschaft ist ja so, also so, was ich auch erfahren habe, so dieses Opportunistische, ja, also was wir ja vorhin auch schon angesprochen haben, so, dass die Freundschaft nur darauf basiert, dass der Gegenpart quasi einen Vorteil davon ziehen möchte, mit mir befreundet zu sein. Ja. Hatte ich auch, ja. Hatte ich auch. Okay. Aber das merkt man ja, also oder ich habe es relativ schnell gemerkt. Am Anfang hängt man noch an der Freundschaft, weil man der Meinung ist, dass die Freundschaft einem sehr viel bedeutet. So. Und irgendwann ist das dann halt auch vorbei. Ja, okay. Ja. Also ich habe sehr viel, glaube ich, in Korea diese toxische Freundschaften und manipulative Freundschaften kennengelernt, glaube ich. Ja, okay. Die letzte Ex-Freundin zum Beispiel, ja. Die ist ja aus Korea und viele Freunde von ihr waren ja auch da und sie war sehr manipulativ. Okay. Und ich habe so ein bisschen manchmal so das Gefühl, dass die koreanischen Frauen sehr manipulativ sein können in der Beziehung. Ich sage jetzt auch sein können. Ja? Ich will die nicht alle verallgemeinern. Es gibt bestimmt viele nette und viele coole. Aber so das, was ich kennengelernt habe, war halt so sehr manipulativ und sehr toxisch. Also im Sinne von Beispiel? Ja, also dass man am Anfang, wenn man in einer Beziehung ist, ist man ja, ne, hast ja so alle möglichen Frühlingsgefühle, sag ich mal. Und das ist cool. Und nach einer gewissen Zeit, ich sag jetzt mal, bei ihr war das so 3-4 Monate, dann hat es so angefangen, so, ah, das will ich nicht und das möchte ich nicht. Ja. Aber wenn ich das dann gemacht habe, war die sauer auf mich. Ja. Und damit sie nicht sauer ist, habe ich dann angefangen, das nicht mehr zu machen und so weiter. Mhm. Ja. Und es ging dann halt so weit wie... Sie wollte dich verändern. Genau, quasi. Ich habe keinen Bock auf deine Freunde zum Beispiel. Aha, und das war das Krasseste für mich, weswegen es am Ende auch in die Brüche gegangen ist. Ja, ja, ja. Ich bin cool mit dir, unsere Zweisamkeit war cool so, aber immer wenn ich mit irgendwo hin bin, hat sie mir immer so das Gefühl von Druck gegeben. Immer das Gefühl von du musst dich schlecht fühlen quasi. Genau, ich habe mich einfach schlecht gefühlt, wenn ich mich mit meinen Freunden getroffen habe. Ja. Ja. Im Gegenzug, wenn ich mal erwartet habe, dass sie sich mal mit meinen Freunden trifft, weil das ja meine Jungs sind und meine Leute sind und so, die mir viel bedeuten, das war ihr scheißegal. Okay, aber hatte sie selbst viele Freunde? Nee. Ja, siehst du, genau, daran liegt es nämlich. Ja. Sie hat sich halt auch viel über Arbeit definiert. Ja, genau, aber dann heißt ja, der Fokus über Goods, ist, so, ne? über Brands. Genau, und, so. Und der Fokus liegt dann auf dir. Ja. Ja, und wenn du halt mit anderen Leuten unterwegs bist, da, sie möchte dich halt quasi nicht teilen. Genau. Ja. Aber das habe ich so sehr viel erlebt in Korea auch. Die will sich einfach nicht teilen, ey. Kann sein. Aber das ist nicht exklusiv, Baby. Nee, aber weißt du, also diese Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. So, ja. Dieses null Interesse an meinem Leben. So, ja, also quasi, ich habe mein ganzes Leben meiner Partnerin, auf meine Partnerin auszulegen. Ja. Und umgekehrt passiert so gut wie gar nichts. Ja. Ja? Also das heißt, meine Freizeit habe ich dann mit ihr verbracht oder mit ihren Freunden. Aber nicht mit meinen Freunden. Ja. Hatte ich auch, ja, absolut. Eine Frage habe ich noch. Ja, erzähl. Du kennst ja den Spruch ich weiß nicht, ob das ein Spruch ist, aber man sagt ja, für Freunde würde ich durch die Hölle gehen. Würdest du für deine Freunde durch die Hölle gehen oder hängt das von der Prio ab, die du aufgestellt hast? Das hängt von der Prio ab, die ich aufgestellt habe. Das ist ja absolut situationsabhängig. Mhm.
in welcher Situation befinde ich mich persönlich zu dem Zeitpunkt, in welcher Situation befindet sich der Freund. Aber grundsätzlich, ey, meine Tür steht immer offen, ich bin immer hilfsbereit. So, ja. Okay. Ja, aber ey, Dings, ich habe aber jetzt auch nochmal eine Frage an dich. Ja. Wie nennen wir die Folge? gute Frage, ey. Ja. Gute Frage. Ey, ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich komme immer auf ganz gute Ideen in der letzten Zeit. Was, ehrlich? Geht. Okay, ja. Hau rein. Aber was würdest du gerade sagen? Nein, ich wollte dir nur helfen, weil, wie gesagt, das Thema ist Freundschaft. Ja. Also. Wie wär's mit Freundschaft plus? Freundschaft plus? Friends with Benefits. Ja. Wie wär's mit von der Wiege bis in den Grab? Von der Wiege bis ins Grab? Ja. Der Sesamkonflikt. Sesam, trenne dich. Sesam, trenne dich, das ist gut, das ist gut.